Geiles Wetter! Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Ach, endlich kommt der Sommer. Ein Wahnsinn, wir haben schon 22 Grad. Unvorstellbar. Heute machen wir ein Jägerschnitzel. Na, wir machen aber drei, weil wegen einem tun wir nicht den Jäger ausschneiden. Ne? Sagen wir immer. Das Ganze machen wir mit Schweinelachse. Ich habe da schon was vorbereitet. Dazu machen wir ein paar Veggie-Kartoffeln. Wir brauchen einen Speck. Ein wenig Knoblauch, ein wenig Zwiebeln, natürlich Pilze, ne? Ohne Pilze geht gar nichts. Ein Schmand, ein bisschen Sahne, ein Wein, dann nehmen wir einen Bacchus her von Divino, der ist klasse. Und das Ganze machen wir mit Green Mountain und ein wenig Fleur de Sel. Und so ein Hammer, ne? Da werden wieder viele schimpfen mit mir. Ah, mit dem Hammer, ja. Ah ja, okay. Egal. Als erstes tun wir unser Fleisch ein bisschen hämmern. Ne? Mögen sie immer nicht so die. Das werde ich natürlich sauber machen, das Brettle. Ne? Nicht so viel, reicht schon. Dann kommt es da rein. Und dann kommt ein wenig der Green Mountain drauf. Ich habe da schon welche vorgefertigt, ne? Vormariniert. Der ist Hammer. Ist richtig geil, knoblauchlastig, passt. Wer es natürlich panieren will, das machen wir natürlich natürlich. Ne? Und jetzt tun wir noch ein Spritz Olivenöl drauf und drehen es da drin zweimal. Daher kommt damit drauf. Jetzt kommen die Kartoffeln da rein. Die habe ich leicht vorgekocht. Schaut her, so schauen die aus dann. Und dann kommen sie in den Korb. Und dann tun wir sie einfach schon mal auf den Grill stellen, dass die ein wenig Farbe kriegen. So, darüber, dann grillen wir die Hüben an. Perfekt. Die Pfanne habe ich schon aufgestellt, schaut her, dass die richtig schön heiß ist. Da tun wir als nächstes ein Spritz Olivenöl rein. Tun ein wenig unsere Zwiebeln. Die Zwiebel ich mit anrösten und den Speck. Dass der auf jeden Fall ein wenig Farbe kriegt. Der Knoblauch gesellt sich später dazu. Aber in der Zwischenzeit, na, es ist ja Sommer, können wir doch schon mal so ein Schlückle Bacchus auch mal probieren. Ne? Ach Gott, und die Divino, die macht so geile Weine. 21er Jahrgang Divino. Oh, der Bacchus ist ja, ich liebe Bacchus, alles auch immer Silvaner. Aber in so einem Bacchus ist natürlich richtig Kraft drin, ne? Und so richtig Geschmack. Ein Träumle. Die Steaks lassen wir ein wenig einmarinieren, die lege ich nach unten, dass die Sonne nicht so drauf scheint. Jetzt kommen die Pilze mit rein, schaut her. Die lassen wir jetzt da schön mit anschwitzen. Machen wir gar nichts. Vielleicht noch einen Hauch Olivenöl drauf. Weil die sauchen immer gern. Also sauchen, nicht saufen. Ne? Sauchen. Sauchen habe ich gesagt. Wie schaut es da bei unseren Kartoffeln aus? Die brutzeln, schaut her. Sehr gut. 250 Grad haben wir da. Und hier habe ich bei dem Barone Infrarotzone nachgerüstet. Die geht auch einmal um frei. Super gut zum Kochen auch. Jetzt gibt man schon ein wenig Fleur de Sel dazu. Ein Geschmäckle mit reinkriegen. Ne? Nicht so viel, weil der Speck natürlich auch enorm Salz abgibt. Jetzt tun wir den Knoblauch noch dazu, schaut her. Da machen wir ein wenig sauber und dann sehen wir uns gleich, wenn ich weitere Schritte einleite. Ja? Also die zweite Flasche, Quatsch. Was wir da noch ein wenig reinhauen? Gleich ein wenig an Pfeffer. Und jetzt Peter Stegpfeffer, der ist super geil. Der gibt eine leichte Süße ab, weil er hat Karottenstücklich drin, das ist ein Wahnsinn. Super. Die Steaks, die werden wir wirklich auf die Minute angrillen. Eineinhalb Minuten, dass ein geiles Branding drauf ist und dann Ende Gelände, nicht mehr. Ja? Das ist eine Schweinelachse. Und die muss zart rosa sein und dann schmeckt die super geil. Gut, jetzt gießen wir ein wenig ab.
Nur ein Hauch von dem Weißwein. Das reicht schon. Lass es ganz kurz einreduzieren, nicht einmarinieren, sondern einreduzieren. Dann haben wir da schon ein bisschen Sahne dabei. Gut. Und dann tue ich immer gerne noch ein wenig Schmand dazu, dass ein wenig Säure noch mit reinkommt. Das schmeckt richtig lecker. So ein Esslöffel voll ungefähr. Ja. Das lassen wir jetzt schön einköcheln. Ne? Die machen wir jetzt auf minimal und lassen sie einfach ein wenig so vor sich hin köcheln. Unsere Veggies schauen wir uns auch an. Die drehen wir jetzt ein wenig, dass die ein wenig gleichmäßig braun werden. Das reicht soweit. So, Tomaten legen wir mit drauf oben, dass wir ein wenig was zur Verzierde haben. Und jetzt sind unsere Stegli schon dran. Das machen wir natürlich ein richtig geiles Branding rein. Ne? Muss sein. Und Deckel zu. Ja, eine Minute und 30 Sekunden jeweils und gut ist. Alles gut. Wir wollen ja wirklich langsam machen. Ne? Zu viel Temperatur finde ich immer nicht so gut. Wir sollen ein leichtes Branding haben, so wie wir es jetzt haben. Das ist fast schon ein wenig zu viel, weil wir haben ja natürlich auch Kräuter drauf. Räumle. Wie schaut es da aus bei der Kartoffel? Aber die werden sicherlich geil schmecken. Ihr müsst sie leicht vorkochen. Ja? Jetzt machen wir das Deckel noch mal zu. Und dann geht es gleich zum Anrichten. So, wenn ich da so drücke, merke ich schon, das ist ein Träumle, da muss man nicht mehr viel machen. Den legen wir jetzt auch gleich hoch. Reicht schon. Kommt hoch und nichts mehr arbeiten dran. Das tun wir schon rübernehmen. Legen wir uns da her. Dann holen wir uns ein paar Kartoffeln. Ein paar Veggies in dem Fall. Ja. Und jetzt ein paar von unseren Pilzen oben drauf. Und da über die, das reicht so, ist gut. Jetzt schauen wir her, wie das ausschaut. He? Und jetzt tun wir noch ein paar von den Tomaten als Eyecatcher drauf. Die sind jetzt schön warm. Steigen wir da durch. Ha? Schaut das nicht geil aus? Jetzt müssen wir noch anschneiden. Ha? Mach mal, holen wir runter. Schneiden wir es mal so an. Schaut hin. Schaut mal her, wie schön zart es ist. Zart rosa. Boah, Butter, Butter. Mit ein wenig von der Soße drauf. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott, ist ein geiles Restaurant hier. Ich muss auf einen Schluck trinken. Das harmoniert natürlich geil. Jetzt holen wir noch so ein Veggie runter. Beziehungsweise ich probiere da ein. Geil. Heiß, aber gut. Super schön. Super zart. Richtig geiles Jägerschnitzel. Oder Jäger-Natur eigentlich. Nein, man kann es ja panieren. Habe ich euch ja schon mal gezeigt, dass man auch Schnitzel auf dem Grill machen kann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Zeidler. Ein Träumler war es. Und auf einen schönen Sommer. Und dass alles wieder ein wenig friedlicher wird in der Welt. Zum Wohl. Peter Zeidler's Birthday.